Was gibt es heute? Heute erklären wir, welchen Nutzen Katzengras hat, warum es so wichtig ist und wir zeigen dir, welches Gras unsere Katzen besonders lieben. Willst du es wissen? Dann bleib dran. Los geht's. Mit dem Katzengras ist das so eine Sache. Manche Katzenhalter geben es ihren Katzen täglich, andere gar nicht. Manche Dosenöffner scheuen sich davor, ihren Samtpfoten Katzengras zu geben, weil sie dadurch erbrechen müssen. Aber wieso ist Katzengras so wichtig? Und ist das Erbrechen normal? Katzengras als Verdauungshilfe. Wenn deine Katze sich putzt, dann verschluckt sie dabei viele ihrer Haare. Und das besonders zur Zeit des Fellwechsels. Im Magen verklumpen die Haare dann zu Haarballen. Und diese Haarballen müssen nun irgendwie wieder aus der Katze raus. Vielleicht hast du schon mal beobachtet, dass deine Katze sich an deinen Zimmerpflanzen vergriffen hat. Aber warum macht sie das? Ist sie jetzt Vegetarier? Die Antwort ist ganz einfach. Sie will die verschluckten Haare wieder loswerden und hat vielleicht sogar schon Bauchschmerzen. Aber wie kann er jetzt das Katzengras helfen? Durch den Verzehr von Katzengras können Katzen besser und häufiger erbrechen. Das Katzengras sorgt durch seine Inhaltsstoffe nämlich für einen Brechreiz. Die Katzen können so die Haarballen, die sich im Magen angesammelt haben, hochwürgen und damit den Magen entlasten. Das ist gut für die Verdauung deiner Katze und es beugt Magen-Darm-Problemen vor. Katzengras als Folsäurelieferant. Katzengras enthält Folsäure, die durch den Verzehr von der Katze aufgenommen wird. Folsäure begünstigt das Wachstum der Katze und die Produktion von roten Blutkörperchen. Außerdem ist Folsäure wichtig für eine gesunde Haut. Wenn du deine Katze also mal dabei erwischt, dass sie nur auf dem Gras rumkaut, es dann aber liegen lässt, mach dir keine Sorgen. Sie wollte wahrscheinlich nur ihren Bedarf an Folsäure decken. Welches Katzengras nutzen wir? Uns ist besonders wichtig, dass unser Katzengras weich ist und lange hält. Nur leider hat das mit den üblichen Katzengräsern aus dem Tierfachhandel nie richtig funktioniert. Manche Gräser waren einfach zu scharfkantig und andere haben nur wenige Tage überlebt. Wir sind dann auf Miau-Katzengras gestoßen. Das Miau-Katzengras wird als fertiges Stück Rasen verschickt. Das heißt, man muss es nicht erst säen, sondern es ist direkt einsatzbereit. Es wird auf großen Freilandflächen auf Sandboden angebaut, ganz ohne schädliche Stoffe. Das hat uns direkt angesprochen. Dieses Katzengras ist auch viel größer als handelsübliches Katzengras. Circa 60 x 40 cm und es ist richtig schön weich, ohne scharfe Kanten. Perfekt für unsere drei Schlitzohren, weil so für alle genügend Platz ist und sich nicht um jeden Grashalm gestritten wird. Geliefert wird es in einer Schale, so ist es leicht aus dem Karton zu nehmen. Außerdem dient die Schale als Auslaufschutz. Bei uns ist das Katzengras schon nach 2 Tagen angekommen. Es ist empfehlenswert, das Gras sich erstmal 1 bis 2 Tage vom Versand erholen zu lassen, bevor man es den Katzen serviert. Wir haben uns zusätzlich noch für ein Holzbrett von derselben Firma entschieden, weil es optisch einfach mehr hermacht. Außerdem ist das Katzengras mit Hilfe des Bretts viel besser hin und her zu tragen, denn es wiegt schon so einiges. Gut finden wir, dass das Katzengras nicht nur zum Knabbern, sondern auch als Liegeplatz oder Spielwiese benutzt werden kann. Besonders Lucky liebt es da drin zu liegen und mit seinem Po das Gras schön platt zu drücken. Wir haben das Gras jetzt schon über einen Monat in Benutzung und es wächst immer weiter. Wenn es mal zu lang wird, sodass die Halme schon abknicken, schneiden wir es einfach mit einer Schere etwas runter. Wenn man sich an die Pflegeanleitung hält, kann das Gras mehrere Monate halten. Wir wässern es alle paar Tage von unten. Es sollte dabei nie zu trocken werden, aber auch nicht klitschnass sein. Uns gefällt dieses Katzengras viel besser als alle, die wir bisher ausprobiert haben, weil es einfach so schön groß ist und so lange hält. Wenn du dir das Miau-Katzengras mal genauer ansehen möchtest, wir haben dir den Link in die Infobox gepackt. Außerdem haben wir mal wieder einen super Rabattcode für euch rausgehauen. Auch diesen findet ihr unten in der Infobox. Braucht jede Samtpfote Katzengras? Freigänger können sich in der Natur an Gräsern bedienen. Diese sind jedoch oft scharfkantig und damit nicht gut für die Katzen geeignet. Daher würden wir empfehlen, auch Freigängerkatzen zu Hause Katzengras anzubieten. Wohnungskatzen müssen sich hingegen auf ihren Halter verlassen, dass er ihnen regelmäßig Katzengras zur Verfügung stellt. Was passiert, wenn man seiner Katze kein Katzengras gibt? Du möchtest deiner Katze kein Katzengras geben, weil du nicht möchtest, dass sie erbricht? Es ist natürlich nicht schön, das Erbrochene deiner Katze wegzumachen, aber meist ist der erbrochene Haarballen geruchslos und schnell entfernt. Jedenfalls, wenn du es deiner Katze nicht direkt nach dem Fressen gibst. Deiner Katze zuliebe, solltest du also regelmäßig ihre Haarballen erbrechen lassen. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass Katzen mit Vorliebe auf Teppichen erbrechen? Selbst wenn in der ganzen Wohnung fast nur Laminat oder Fliesen liegen, suchen sie sich den kleinsten Teppich, um diesen als Kotzeimer zu missbrauchen.
Hast du auch so einen Teppichkotzer bei dir zu Hause? Und möchtest du gerne wissen, wieso deine Katze das macht? Dann schreib doch mal Hashtag Teppichkotzer in die Kommentare, dann gibt's dazu bald doch mal ein eigenes Video. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann lass auch unbedingt ein Abo da. Jetzt kommen wir aber zu den Dingen, die passieren können, wenn deine Katze nicht regelmäßig Zugang zu Katzengras bekommt. Erstens, Zimmerpflanzen werden angeknabbert. Wenn du deiner Katze kein Katzengras zur Verfügung stellst, kann es dazu kommen, dass sie deine Zimmerpflanzen anknabbert. Im schlimmsten Fall macht sie auch vor giftigen Pflanzen keinen Halt und kann sich so eine Vergiftung zuziehen. Als verantwortungsvoller Katzenbesitzer sollte man sich darüber informieren, welche Pflanzen für Katzen giftig sind und diese gar nicht erst zu Hause haben. Zweitens, Verdauungsprobleme. Bekommt die Katze kein Katzengras und kann somit die Haarballen nicht hochwürgen, so kann es zu schwerwiegenden Verdauungsproblemen kommen. Diese können von einer langsamen Darmtätigkeit bis hin zu Schleimhautveränderungen oder sogar bis zum Darmverschluss reichen. Im schlimmsten Fall kann so etwas für deine Katze tödlich enden. Drittens, Blutarmut durch zu wenig Folsäure. Hat deine Katze einen Mangel an Folsäure, so kann es zur Blutarmut, auch Anämie genannt, kommen. Blutarmut kann sich zum Beispiel durch schnelle Erschöpfung, Atemnot, Abgeschlagenheit und Müdigkeit äußern. Kommen wir jetzt zum Fazit. Katzengras ist besonders für Wohnungskatzen sehr wichtig. Es sorgt dafür, dass die Haarballen hochgewirkt unterbrochen werden können. Dadurch wird Darmverschlüssen vorgebeugt und das gesundheitliche Wohlbefinden der Katze gesteigert. Außerdem wird die Samtpfote mit Hilfe von Katzengras mit der wichtigen Folsäure versorgt. Du solltest deiner Katze also regelmäßig Katzengras anbieten. Das Miau-Katzengras können wir wärmstens empfehlen. Es ist das bisher beste Katzengras, was wir ausprobiert haben, und es hat alle anderen Gräser von der Haltbarkeit um Längen übertroffen. Und das war's auch schon mit dem Video. Jetzt kommen die Outtakes. Hallo, hallo, hallo. Nein, nein, nein. Oh ja, Mama, du hast recht, das schmeckt echt viel besser. Ist dir schlecht? Hm? Aber nicht wieder auf den Teppich kotzen, ne? Und nicht aufs Sofa. Und nicht auf den Kratzbaum. Bist du süß? Bin ich gerade Sami in die Nase pieksen? Knabber mal den Grashalm da weg. Dann piekst du dir auch ins Auge, guck mal. Oh ja. Lucky, aufpassen! Gleich ist er weg. Hol dir einen Vogel, schnell! Wo ist der Pieper? Weg! Wo ist der Pieper? Weg ist er! Ah, er lebt noch! Bist du Friseur? Schubert, kann ich deine Haare schneiden? Kannst du wirklich mal wieder machen, wird mal wieder Zeit. Hm. Und wie siehst du dann aus? So schlimm wie der Rasen. Gar nicht. Du. Bist du Gärtner? Ich bin Blaser. Ich bin Botaniker. Botaniker? Lucky, nein! Nein, 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 nicht auf den Tisch! Oh nein, aber eigentlich hat er keine Schuld. Oh, Lucky! Nein, nein! Tisch ist tabu. Au! Oh, Lucky, du bist böse. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Ja, Gras macht aggressiv, ne? Ganz ehrlich, warum krieg immer ich alles ab? Du, Chris, bei dir passiert das nie. Immer bei mir. Nee, das ist nicht witzig. Und du guck mich nicht an, du kriegst nichts mehr. Oh, Lucky. Nee, ist Schluss jetzt noch lustig. Hier, da hängt noch etwas am Sofa. Das kannst du haben, bitteschön. Mach mal nochmal irgendwas, falls ein bisschen länger. Was soll ich denn machen? Ich weiß doch nicht. Schale, Schale, Schale. Hier ist auch Schale. Schale, oh, einmal Schale. Ganz von drin ist Schale. Überall Schale. Schale hier, Schale da. Schale. Und nicht, so unten auch Schale. Oh. Von oben auch Schale.
richtig doof. Ja, jetzt zeig das mal von nah ein bisschen. Das sieht richtig scheiße aus, was du da machst. Ja, ich kann auch nicht. Ich hab doch gesagt von nah. Ja. Ja, wie nah? Ja, weiß ich selber nicht. Oh. So, dass das schön aussieht. Ja, ich kann das nicht. Dass man das Muster vielleicht erkennt von dem Holz. Dreh doch mal den Bildschirm um, damit ich auch was sehen kann. Achso, vielleicht. Bitte schön. Ein Fokus vielleicht. Ja, wo soll ich jetzt einen Fokus machen? Oh, dann mache ich Fokus. Wenn ich nichts sehe. Boah. Ich streiche jetzt drüber, ne? Hm? Und sag, oh, ist das schön warm. So flauschig. Oh. Komm, wir tauschen das gegen die Matratze aus. Matratze? Ja, im Bett. Dann kannst du gleich im Wald schlafen. Tschüss. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr sehen willst, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst, gib uns einen Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Wir freuen uns über deine Unterstützung.